Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen in den Jahren 2009 und 2010 geht die Medienkonferenz ScoopCamp von Hamburg at Work und der dpa in die dritte Runde. Hier im Auswanderermuseum in der Berlinstadt in Hamburg treffen heute Redakteure, Medienentscheider und IT-Experten aufeinander, um gemeinsam aktuelle Ansätze zum Thema New Storytelling in den Online-Medien zu diskutieren. Neben mir steht Uwe Jens Neumann, der Vorsitzende von Hamburg at Work. Uwe Jens, beschreib uns doch mal das Format des ScoopCamps. Das Format des ScoopCamps ist eine Entwicklung von Hamburg at Work und der dpa, die als unser Partner seit 3 Jahren schon dabei sind. Wir befassen uns auf dieser Konferenz mit Themen, welchen Wandel die digitalen Entwicklungen in der Technik auf die Arbeitsplätze der Journalisten und Medienschaffenden, welchen Einfluss die haben. Sie sind Mitveranstalter des ScoopCamps, sogar schon zum dritten Mal. Was ist das Besondere an der Veranstaltung für Sie? Es ist der einzige Platz unter den Veranstaltungen in Deutschland, den ich kenne, der sich ganz klar das Ziel gesetzt hat, medienaffine junge Webentwickler und technisch aufgeschlossene junge Journalisten zusammenzubringen, weil wir sagen, an dieser Stelle, zwischen diesen beiden Gruppen, entsteht die Zukunft der Medien und entsteht der neue Journalismus. You're the Director of Interactive at the Associated Press. What do you exactly do and what are you responsible for? So I oversee a team of journalists who have hybrid skills. They are also developers, designers, animators. It's essentially new storytelling, which is the title of this conference. Basically anything that intersects with journalism and technology, whether technology is actually informing the journalism and part of the journalism. Your keynote was about how media changes into an interactive and visual storytelling. What does this actually mean for the media industry and the people working in the media industry? Right, I think there are a few key things to take away, and one is that we need new and different types of skills. Our journalists need to also think about technology in a different way, not as something separate to the storytelling, but just like writing is or taking a picture is, a new craft that is part of the journalism process itself. Welche Möglichkeiten eröffnen denn die neuen Tools, Programme und Anwendungen der Medienwelt? Wenn es um Tablets geht, können wir plötzlich Geschichten nochmal ganz anders erzählen und die Leute an einem ganz anderen Nutzungszeitpunkt abholen. Wenn die nämlich samstagnachmittags gemütlich auf dem Sofa sitzen und dann mal irgendein Modeheft durchblättern wollen oder so. Das sind Sachen, die bisher nicht in digitalen Medien vorbehalten waren, die plötzlich da stattfinden. Das ist relativ erfreulich. Welche Keynote hat Ihnen am meisten gefallen? Die von Jochen Wegner heute Morgen. Dort habe ich viele neue Sachen über iPad-Apps erfahren. Unter anderem, dass technische Spielereien gar nicht unbedingt sein müssen, sondern dass es auch viel auf Userfreundlichkeit ankommt und dass der User ein gutes Gefühl dabei haben muss. Ihr habt heute einen Vortrag gehalten. Wie ist denn das Fazit? Das Fazit ist, dass es so, wie wir es uns gedacht haben, funktioniert hat. Wir haben nicht wirklich einen Vortrag gehalten, sondern wir haben geguckt, was wollen die Leute wissen und sind darauf eingegangen und das hat super geklappt. Das Tolle hier ist bei so Veranstaltungen, wo die Leute wissen, wovon man redet. Das finde ich immer super, wenn die dann auch Fragen stellen können, die mit dem, was man zu tun hat. Wir haben uns ja um das Bewegtbild im Internet gekümmert und das Thema außer Agenturmaterial nichts los. Und wir konnten, glaube ich, das Gegenteil beweisen. Und wenn man da Ansprechpartner hat, die in der Materie sind, macht das einen Riesenspaß. Ja, warum bist du hier? Was ist das Besondere für dich hier im ScoopCamp? Das Besondere für mich ist, dass ich aus allen möglichen Bereichen, jetzt hier Social Media und überhaupt alles rund um Internet, mich informieren kann und auch so ein bisschen über den Tellerrand gucken kann und einfach dazu lerne und von den anderen Leuten einfach so ein bisschen abgreifen kann, was die schon an Erfahrung gesammelt haben. Wenn Sie auf die letzten beiden Jahre zurückblicken, was ist in diesem Jahr anders? Was wurde in diesem Jahr behandelt? Erstmal ist wichtig, dass wir dieses Jahr frühzeitig vermelden konnten, wir sind ausgebucht. Das zeigt, dass das Format sich etabliert hat. In den letzten 2 Jahren mussten wir überhaupt erstmal die Marke ScoopCamp in dieser Gruppe verankern. Wir mussten zeigen, dass wir hier tatsächlich auch unsere Versprechen erfüllen können mit tollen Referenten und mit der interaktiven Beteiligung aller Leute aus der Community. Wir haben heute die Teilnehmer und Speaker des ScoopCamp 2011 begleitet und gelernt, welche Möglichkeiten die neuen digitalen Endgeräte der Medienwelt bieten. Wir hoffen, Sie hatten genauso viel Spaß und sagen bis zum nächsten Mal. We'll be right back.